Kirchliche Filmfestival. Welches Fazit sehen Sie? Also wir sind total zufrieden. Es ist noch nie so gut besucht gewesen, dieses Festival. Wir haben über 7 ausverkaufte Filme gehabt und die Leute sind total begeistert. Unser Publikum freut sich. Also wir können sagen, tolles 10. Festival. Was waren Ihre persönlichen Highlights? Die Preisfilme waren meine Highlights. Of Fathers and Sons am Samstagabend, ausverkauftes Haus, ein tolles Gespräch mit dem Produzenten des Films. Mein Highlight ist immer die Kinderfilmveranstaltung. Ich habe vor vielen Jahren mit den künstlerischen Leitern die Kinder- und Jugendjury ins Leben gerufen. Wir hatten Checker Tobi da, tolle Gespräche. Der Checker Tobi war ein fantastischer Gast und eine meiner Highlights-Veranstaltungen. Warum ist das Kirchliche Filmfestival etwas ganz Besonderes? Wo hat man das in diesem Jahr besonders gemerkt? Also das Tollste an dem Festival ist, dass es ein ökumenisches Festival ist, evangelische, katholische Organisation, die wunderbar klappt. Wir streiten, wenn dann, nur über die Filme und nicht über irgendwas anderes. Und das zweite Besondere an unserem Festival ist, dass wir immer tolle Gäste haben, mit denen wir hier diskutieren und mit denen unser Publikum diskutieren kann. Wie kann sich das Festival für nächstes Jahr noch weiterentwickeln? Wir arbeiten daran, immer wieder Premierenfilme zu bekommen, die also noch nicht in Deutschland oder überhaupt noch gar nicht gelaufen sind. Und das zieht natürlich zusätzliche Gäste an. Vielen Dank.